Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Schwarz 2 Randomizer Nuzlocke. Diese Folge wird wahrscheinlich die letzte Folge werden, denn, naja, bis jetzt kamen keine Kommentare unter den letzten Videos, wo ich nochmal eventuell Pokéwatch machen soll als Bonus-Special-Folgen, keine Ahnung. Und ja, deswegen habe ich mich entschieden, dass es die letzte Folge jetzt sein wird. Und in dieser Folge habe ich vor, N zu besiegen in den 4 Jahreszeiten. Da wir aber leider Samstag haben, musste ich mein PC den Tag umändern, wieder auf Freitag, also einen Tag zurückstellen. Und naja, ich muss nochmal was machen, bevor ich N herausfordern kann. Bevor ich Ende herausfordern kann, muss ich erstmal mit Reshiram nach Rayono City fliegen. So. Und natürlich muss ich mit N am Riesenrad einmal quatschen. Wir haben Frühling mittlerweile. Und ja, 4 Jahreszeiten entgibt's. Jede Jahreszeit werde ich dann direkt in diesem Projekt einfach mal oder in dieser Folge ganz schnell mit euch umstellen. Und ja, dann eben einfach wieder zu N gehen. Aber mal schauen, was N zu sagen hat. Das weckt Erinnerungen. Du da, fahre mit mir eine Runde mit dem Riesenrad. Ja, es erweckt Erinnerungen. Siehe nur Pokémon Schwarz und Weiß 1. Du erinnerst mich dann diesen Trainer aus Pokémon Schwarz und Weiß. Ja, da fällt mir ein, mit diesem Trainer war ich auch schon in diesem Riesenrad. Ehrlich? Ob seine Träume wohl wahr geworden sind und ob wir uns mal wieder begegnen? Wahr sind sie nicht wirklich geworden. Wir haben noch nicht einmal alle Pokémon eingefangen. Von der ersten bis zur fünften Generation. Also wird es so sein, dass wir es irgendwann nochmal nachholen werden. Aber in einem anderen Projekt, sage ich mal. Und zwar in einem, ja, in einer Hack-Version von Pokémon Weiß und Schwarz. Und natürlich von Schwarz 2 und Weiß 2 werden wir auf jeden Fall gefühlt irgendwo mal da mal alle Pokémon einfangen. Aber dazu später. Wir machen dann erstmal mit der fünften Generation eine längere Pause und danach werde ich irgendwann nochmal die Hack-Versionen spielen, die etwas schwieriger sind. Das hat die Erinnerung an jenen Tag in mir geweckt. Verzeih, ich ziehe mich zurück. Und zwar zum Endschloss zieht er sich zurück. Dahin gehen wir natürlich auch jetzt. Deswegen müssen wir natürlich nochmal zur Pokémon-Liga gehen. Ja. Ich muss ehrlich dazu sein, ich muss diese Folge nochmal wiederholen, denn, wie soll ich sagen, ich hatte es gerade eben schon aufgenommen. Ich war beim dritten Kampf, hab natürlich dann auf mein OBS geschaut und festgestellt, dass mein Mikrofon, die Audiospur weg war. Also da war da irgendwie was herumgefuscht, wieder mal, wahrscheinlich bei der Aktualisierung vom PC und deswegen muss ich nochmal diese Folge hier nochmal aufnehmen. Naja, was soll's. Ich hab so nur bis Ends Team, wo es Sommer war, gekämpft. Also danach muss ich nochmal Soft resetten, nochmal bei den Einstellungen bei OBS nochmal nachschauen. Aber so sonst, naja, zwei Teams weiß ich nicht ganz genau mehr, welche Pokémon sie haben, also beziehungsweise beim letzten Team machen wir das ganze blind dann.
Aber wir müssen, wie schon gesagt, erstmal hier hochgehen. Wir fordern N heraus im Frühling. Normalerweise hat er im Frühling ein Regenteam. Und zwar mit Quaxo, Lantern, Zentoxa, Amoroso, Caputos, Caputops und Starmie. Ich bin überrascht, dich hier anzutreffen. Ja, normalerweise eigentlich nicht, aber egal. Aber du hast recht. Pokémon-Kämpfe sind die Unbekannte in der Formel. Die Trainer dabei helfen sollen, einander besser zu verstehen. Alter, sind einfache Wörter und ich komme damit nicht einmal zurecht. Wollen wir also kämpfen? Natürlich wollen wir kämpfen. Gut. Ich habe mit einfachen Wörtern so viele Probleme, merke ich gerade. Einander. Na egal. So, ein Soda Shita schickt er in den Kampf heraus. Okay. Ja, würde ich sagen, setzen wir einmal Kraftwelle ein. Mal schauen, ob ich wieder zu viel Glück habe. Denn, ja, bei den Soda Shita hatte ich ein paar bekommen am Anfang, aber anscheinend nicht mehr. Ich hatte auch so viel Glück, dass er uns nicht direkt angegriffen hat, sondern irgendwie Silberblick eingesetzt hat und andere Attacken. Jetzt sieht es aber so aus, wie wenn er mich angreifen würde. Endlich. So, Soda Shita hätten wir besiegt. Jetzt kommt ein Entoron raus. Wolke 7. Auch den Entoron hatten wir paralysiert. Wir kriegen es auch wieder so hin. Wir kriegen die Full-Para. Sehr schön. Nochmal Kraftwelle und weg ist Entoron. Und wir sind... Ja, nee, warte mal. Wir haben hier kein Heil-Item drauf, merke ich gerade. Militalis erreicht Level 94 somit. Und er schickt Luxter rein. Ein Unlicht. Na, theoretisch kein Unlicht. Ein reines Elektro-Pokémon. Warum Luxa kein Undicht-Pokémon ist, verstehe ich immer noch nicht. Heute. Es wäre so gut gewesen, wenn Luxa den Typen Undicht noch dabei hätte. Dann wäre Knirscher, Finsteraura, je nachdem wie man es spielt, ob physisch oder speziell man Luxa spielt, eben die Attacken eben nochmal verstärkt. Also Knirscher bzw. Finsteraura. Aber somit ist es eben nicht wirklich sehr effektiv. So, Luxtra wird besiegt. Wir heilen uns fast hoch. Da kommt das Cesario. Ne, es ist Sorio. Cesario. Wie komme ich denn auf Cesario? Sorio. Sperrtanz, okay. Mal schauen, ob wir mit Schaufler es besiegen können. Es ist ja Typ Stahl undicht. Theoretisch ja. Müsste theoretisch sehr effektiv sein. Kampf wäre natürlich noch besser gewesen. Aber wir haben es hinbekommen. Sehr schön. Da kommt das nächste Pokémon, ein Starmie. Da würde ich ganz gerne auswechseln wollen. Nicht auf Tentoxa, sondern auf Knackrack. Auf Elevoltech, auf Knackrack. Wir hatten ja gerade Knackack drin. Konfustrahl, okay. Mal schauen, ob wir durchkommen. Durch der Konfusion, also durch der Verwirrung. Und wir kommen durch. Sehr schön. Somit ist auch Starmie weg. So, hat N noch ein... Kapaloris hat er noch.
Kapolores hat wirklich nur eine Schwäche eigentlich, und zwar von Typ Flug. Da wir aber keine Flugattacke haben, direkt, außer auf unser Regiam, lasse ich das Ganze mal. Ah, schade, nicht gewonshottet. Hat Grundkraft. Blätter, okay. Ist nur eine Triplette. Und wir werden verbrannt. Oh, nochmal eine Top-Genesung, okay. Vielleicht muss ich doch tauschen noch. Das hatte ich nämlich vor uns gar nicht, wo ich die Folge aufgenommen hatte, dass ich verbrannt werde. Und ich würde sagen, wir tauschen einfach mal auf Reshiram. Es wird wahrscheinlich keine Wasserattacke kommen. Naturkraft nochmal, Triplette. Werden wir paralysiert, werden wir eingefroren, werden wir verbrannt. Nichts von beiden. Nichts von dreien. Wir fliegen einfach mal. Wir sind 4 Level drunter, aber wie gesagt, da fliegen sehr effektiv ist. Ist das Ding Geschichte? Somit haben wir das erstmal N besiegt. Den Text werde ich dann nachlesen, also nach dem nächsten Endkampf, weil die Texte werden immer gleich sein. So, hab ich Top-Genesung? Ja, Top-Genesung habe ich noch 30 Stück. Wir heilen unsere Pokémon mal. Also die Verbrennung möchte ich loswerden. Es sollte theoretisch kein Pokémon sterben mehr aus unserem Team. Reshiram lasse ich mal noch so wie es ist, weil ich glaube nicht, dass ich Reshiram nochmal einsetzen werde. Nachdem wir alle 4 Ends besiegt haben, also die Jahreszeiten-Ends besiegt haben, werde ich dann nochmal auf die Todesbox gehen und nochmal so mir Gedanken machen, woran die Pokémon gestorben sind. Hätte ich die doch besser trainieren können. Obwohl wir ja schon manche Pokémon trainiert haben. Und ich muss nochmal reingehen. Und ich muss jetzt wechseln. So, jetzt nochmal raus. Und da haben wir Sommer. Und ja. Wieder rein Richtung N. Nochmal bitte Topschutz. Danke. Ja. Wieder der gleiche Text am Anfang. Den Text nach dem Kampf werde ich jetzt mal lesen gleich. Wie gesagt, es ist immer der gleiche Text. So, ein Octillery schickt er in den Kampf. Octillery ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hätte ich auch ganz gerne gehabt. Aber was soll's. Warum hätte ich Octillery ganz gerne gehabt? Schöner Volltreffer. Octillery ist eigentlich relativ gut. Es hat nur Schwächen gegen Pflanze und Elektro. Kann sehr viele Cover-Moves erlernen, wie Flammenwurf, Ampelleuchte, Surfer als Step-Attacke und natürlich Eisstrahl. Also 3 Cover-Moves, wo ich sagen kann, das könnte sogar passen. Und ja. Einmal die Top-Genesung getriggert. Greifen nochmal mit Kraftwelle an.
Ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass Magnetone paralysiert werden kann. Hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. So, einmal Zentkopfstoß bitte. Und Magnetzone ist weg. Ein Kickli, können wir drinnen bleiben? Warum schickt er eigentlich Pokémon rein, was richtig schwach gegen das Pokémon ist, was gerade draußen ist? Ich verstehe die Logik dahinter nicht. Ein Hundemon. Das hätte ich als erstes eingetan. Einmal reingeschmiegt, okay. Und da kam ich gerade an mein Mikrofon ran. So. Somit ist auch Hundemann Geschichte. Meditalis hat hier einen guten Job gemacht bis jetzt. Ist sogar auch eins, was ich relativ lange dabei hatte. Nidoqueen. Ein Gift-Boden-Pokémon, das Gift hat, sind Kampfattacken sehr schwach, aber dafür ist Zentkopfstoß dafür umso besser und auch das fünfte Pokémon ist weg. Und als letztes kommt noch Mikuna rein, hat natürlich Erzwinger drauf, also die Fähigkeit Übernahme ist okay, Ableithieb und weg ist Nibuna. Ja. Komplettes Team auseinandergenommen. Sehr schön, Meditalis. Ah, und ich wollte den Text lesen. Okay, machen wir beim nächsten Mal. Wir haben ja noch zwei Kämpfe vor uns gegen einen. Und von daher würde ich sagen, passt das ja noch. Nein, ich vergesse es jedes Mal, dass ich in der Höhle das Ganze umwechseln muss. So, Sommer hatten wir gerade, jetzt kommt Herbst. Habe ich eigentlich im Sommer gesagt, was er für Pokémon eigentlich hatte? Bulnuna, Arcani, Galoppa, Tangulus, Ninjask und Fodipopa hätte er eigentlich im Sommerteam. Jetzt kommt, wie schon gesagt, Herbst. Da hat er ein Sandsturm-Team. Als Start-Pokémon hat er Hippoterus, Gastrodon, Willi, Amaldo, Xerox und Rihornio. Ist gar nicht mal so schlecht, aber ich hoffe, dass dieses Team hier noch besser ist als das Sandsturm-Team. So, N möchte gegen uns kämpfen. Das vorletzte Mal, mal schauen, wie er sich schlägt. Ein Kramchef. Da hat natürlich Meditalis nichts zu melden. Ich würde ganz gerne auf Elevoltech gehen. Und ich hoffe, dass es überlebt. Schmarotzer, okay. Uha. Ist eigentlich eine Schmarotzer eine Attacke? Nee, warte mal. Schmarotzer ist eine Unlichtattacke. Genau. Einmal Donnerschlag. Und Kramchef wurde besiegt. Ein Tronoptor. Da möchte ich natürlich auch direkt auswechseln auf Pentroxa. Mal schauen, ob Tentoxa immer noch gut genug ist. Obwohl wir ja 3 Level niedriger gelevelt sind.
sollte Tentoxa das Ganze hier auseinandernehmen können. Dieses Tornotto. Da wir Giftschleim auf Tentoxa haben, werden wir immer uns hochheilen. Haben wir eine Risikoattacke? Ist okay. Solange hier kein Volltreffer kommt, bin ich zufrieden. Ah, kein Volltreffer. Aber wir hätten es fast gewonshottet. So, da kommen die Top-Genesungen. Wir setzen einmal einen Blubstrahl ein und hoffen, dass wir die Init senken, so dass wir trotzdem als erstes angreifen in der nächsten Runde. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, hoffe ich. Mir greifen wir als erstes an. Sehr schön. Einmal ein Blubstrahl und weg ist Tornotto. Und da kommt Elevoltech raus. Wenn wir Elevoltech austricksen mit Knackhack, ich denke schon. Er wird wahrscheinlich eine Elektroattacke einsetzen. Eine Eisattacke hat dieses Elevoltech im Gegner. Wahrscheinlich nicht. Also eine Eisattacke. Ich denke es nicht. Und außerdem sind wir schneller. Wir sind hoch genug gelevelt, sodass wir schneller sind. Heideschrei. Ja. Hätte gestanden Eishieb, hätte ich so Angst gehabt. Oder Erdbeben, hätte ich noch mehr Angst gehabt. Aber tatsächlich nein. Weil ich glaube, Erdbeben ist, oder Dampfwalze ist eben... hauen richtig rein, wenn, ja, wie soll ich sagen, wenn die Pokémon unter der Erde sind, also bei Schaufler einsetzen und die Gegner droppen da gleich mal sowas wie Erdbeben, Dampfwalze raus, da werde ich nochmal verstärkt getroffen. So, Taurus hat uns verwirrt mit Angeberei, komm aber durch die Verwirrung. Schon mal gut. Da kommt Hundemon. Und bei Hundemon können wir Schaufel einsetzen. Ich hoffe, dass wir da wieder durchkommen. Also wir vergraben uns schon mal. Das ist schon mal gut. Renge Schmied erhöht seinen Spätzangriff. Und wir kommen tatsächlich durch, obwohl wir verwirrt sind. Sehr schön. Somit ist auch Hundemon weg. Ein Potrot. Ein Gesteinskäfer-Pokémon. Da könnte ich theoretisch auch Tentoxa wieder wechseln und mit Surfer angreifen. Potrot ist ja relativ ein Tank, was Verteidigung und spezielle Verteidigung angeht. Aber als physischer oder spezieller Angreifer ist das Ding so nutzlos. Man könnte auf ihn Toxin spielen, Schutzschild. Was könnte man denn auf Potrot theoretisch noch spielen? Da müsste ich mal schauen. Potrot ist zweite Generation. Was würde ich denn spielen auf Potrot? Ich gucke gerade mal die Attacken. Fünfte Generation. Man könnte auf Potrot, wie schon gesagt, Toxin spielen. Schutzschild müsste es erlernen, eigentlich. Aber es erlernt nicht. Erholung kann man es beibringen. Panzerschutz sehe ich da nur. Theoretisch könnte es aber auch Schutzschild erlernen. Ja, Schutzschild kann man erlernen. TM17 in der 5. Generation. Also Schutzschild, Toxin.
Ja, das sind schon mal zwei eklige Moves. Kombination. Dann könnte man... Ja, was könnte man denn noch erlernen? Eventuell Schaufler, dass man nochmal eine zusätzliche Runde unter der Erde verbringt, wenn es gerade vergiftet ist. Man könnte natürlich auch Steinhagel oder Steinpolitur erlernen. Rückkehr eventuell auch, dann wird es nochmal verstärkt. Ja. Schwierig, warte mal, wie hieß denn die Attacke? Nicht Rückkehr, nicht Frustration. Ich bin mir da sehr unsicher, aber wenn man schon es vergiftet und Schutzschild hat, kann man ja auch noch Giftschock erlernen, zusätzlich noch. Giftschock verstärkt oder wird verdoppelt, wenn das gegnerische Pokémon vergiftet ist. Dampfwalze, dass die Pokémon nochmal verlangsamt werden. Eventuell. Ja. Oder Ausbruch. Ausbruch könnte gar nicht mal so schlecht sein. Nochmal ein bisschen Verteidigung wegnehmen. Dafür einen Angriff nochmal verstärken. Ist gar nicht mal so schlecht. Ich erinnere mich an etwas, das Zekrom da einmal zu mir sagte, warum geben sich Zekrom und Reshiram mit uns Menschen ab? Offenbar, weil sie sich davon neue Perspektiven erhoffen. Doch laut Zekrom gibt es in der Wildnis auch viele Pokémon, die es vorziehen, aus eigener Kraft stärker zu erlangen. Für ein Pokémon bedeutet Freiheit, sich zwischen diesen verschiedenen Lebensstilen entscheiden zu können. Zekrom sagte, genau das verbindet die Menschen und die Pokémon auch miteinander. Für mich beginnt nun eine neue Reise. Es gibt auf der Welt noch viele Pokémon, mit denen ich dringend reden möchte. Außerdem hält sich irgendwo da draußen noch ein gewisser Trainer auf, bei dem ich mich gerne bedanken möchte. Ja, dann tu das mal, N. Mach das mal. Mir heilen... Unser eine Voltec zumindest. Dann Toxer und Reshiram können wir auch mal heilen. Obwohl ich ja gesagt habe, Reshiram werde ich nicht heilen, weil ich Reshiram wahrscheinlich nicht dazu benutze, dass ich ein Pokémon besiegen werde. Aber vielleicht muss ich ja Reshiram gegen das letzte Team von N herausfordern, also antreten lassen. Mal schauen. Wir werden auch direkt die Zeit umstellen auf Winter. So, einmal bitte die Zeit umändern. Ja, Winter. Normalerweise hat er im Winterteam, muss ich gleich nochmal gucken. Falsche Internetseite. Im Winter ein Rex Blizzard mit Hagel. Gelatwino, Austors, Mammutel, Frostetia und Glaciolia. Ist theoretisch gar nicht mal so schlecht. Warum er eigentlich normalerweise bei den Regenteam kein Vulpix noch hat. Nee, Vulpix. Vulpix sage ich schon. Kein Flamara hat. Nee, Aquana, so rum. Bei den Regenteam. Und Flamara bei den Frühlingsteam und eventuellen Donner-Team beim Regenteam noch zusätzlich, also zwei Evolis-Entwicklungen beim Regenteam.
Donnerteam. Beim Regenteam zwei Evoli-Entwicklungen, einmal Aquana für Tentoxa eventuell und oder für Sami und Blitzer für Lanturn. Ja, das hätte ich mehr gefeiert. Bei den Sonntag-Team hätte ich anstatt Ninjask, dadurch, dass es Käferflug ist, direkt auf Flamara gewechselt. Folipopa hätte ich ja drinnen gelassen. Und ja, bei den anderen Pokémon, ja gut, nach Tara könnte man und Siana noch, aber ich glaube, das wären dann zu viele Evolis Entwicklungen. So, mal schauen, was N hier zu bieten hat mit dem Winterteam. Ein Schluck Wäsch können wir mit Zentkopfstoß besiegen. Können wir es auch one-shotten? Das ist die nächste große Frage. Wir können's. Sehr schön. Skuntank ist ein Unlicht-Pokémon. Unlichtgift. Ja, braucht eine Bodenattacke. Ich wechsle auf Knackrack. Skuntank kann natürlich auch Toxin haben. Sowohl auch Schutzschild. Aber er setzt Nachtdieb ein. Sehr schön. Bringt dir aber rein gar nichts, denn die sind 15 Level höher. Wir können dadurch Schaufler einsetzen. Und in der nächsten Runde ist es weg. Oh, nochmal Nachtdieb. Bringt er gar nichts. Hat er hier ein Gift-Team? Das wär's. Skuntank ist weg. Finalschlag. Uha, heftiger Finalschlag war das. Mehr als 100 Schaden hat es gerade gemacht. Bisschen weniger. Bisschen weniger. Ein Ursaring. Ein Teddybär, den man umarmen möchte. Oder auch eher weniger. Vielleicht ist es ja ein Grizzly, wer weiß. Obwohl, es ist ein Braun, also es ist ein Braunbär. So, auch Ursaring werden wir besiegen. Und somit erreicht Knackrack hoffentlich das Level 96. Und es reicht. Sehr schön. Level 96 für unser Knackrack. Auch Knackrack hätte fast das Level 100 erreicht in diesem Projekt. Aber nur fast. Und da kommt ein Wailord. Da können wir doch mal austauschen. Getrost auf Elevoltec. Wird wahrscheinlich Fontaine kommen oder Eisstrahl. Ich bin mir sehr unsicher. Vermutlich Fontaine. Nein, Hydropumpe. Ich hätte jetzt so Fontaine eingesetzt. Wailord hat ja noch relativ volle KP-Zahl und dadurch sind Fontaine nochmal verstärkt. Umso weniger KP Wailord hat, sind Fontaine, wird es nochmal gesenkt. Ist theoretisch eine starke Attacke, wenn man Full Life ist. Man sollte also relativ schnell sein. Moby Chesse kommt als nächstes raus. Ich denke mal, da können wir drinnen bleiben. Morbichesser sollte uns nichts anhaben können. Wir setzen einmal Donnerschlag ein. Und somit müsste auch Morbichesser nicht besiegt sein. Wow. Magierau. Okay. Oh, Items verlieren ihre Wirkung. Wie, also Überreste und das andere Item, was ich derzeit habe. Nochmal ein Sneepula kommt raus, okay. Ist so vollkommen okay. Da können wir Sneepula. Mann, Übernahme. Achso, Übernahme ist Erstschlaggarantie, wollte ich gerade sagen. Aber es ist ja eine Erst. Also First
Attacke, die immer als erstes eintritt. Deswegen konnte ich nicht schauen, ob wir schneller sind oder ob Snibuna schneller ist. Aber ich denke schon, dass Snibuna etwas schneller ist als Elevoltech. Naja, wir haben es auf jeden Fall geschafft, gegen N zu gewinnen. Wir werden nochmal rausgehen, haben natürlich das Ganze nochmal umgestellt auf die richtige Jahreszeit. Beziehungsweise nur auf den richtigen Monat wieder, also wird es wahrscheinlich gleich Frühling kommen. Okay, jetzt brauchen wir auch keinen Schutz mehr. Ein Schlurp hätten wir hier begegnet. Schlurp wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. So, Frühling. Wir schauen nochmal die Todesbox an in der Pokémon-Liga. Beziehungsweise, was wir so potenziell noch hochtrainiert hätten können, falls jetzt irgendwie noch ein Pokémon draufgegangen wäre in den letzten Folgen. Ja, Logok hätte ich noch gehabt. Das hätte ich als nächstes Feuer-Pokémon noch mitgenommen. Flug-Pokémon habe ich ja keins mehr, also von daher wäre es theoretisch egal gewesen, ob ich Regieam oder Logok mitgenommen hätte. Pflanzen-Pokémon, ja, Sebi-Royal, Meganie, bin mir sehr unsicher. Meganie, ja, aber auch eher weniger nein. Da hätte ich eher Sebi-Royal mitgenommen, weil es Egelsam hat. Wutanfall, Laubklinge und Samenbomben. Ja, als Kampf-Pokémon hätten wir Toxicwack oder dann Aerokicks mitnehmen können, theoretisch. Und Psycho, Guardafoor oder Girafarig. So schlecht wäre es ja auch nicht gewesen. Hier hätten wir noch einen Meistergriff, hätte ich eher weniger mitgenommen, weil es relativ langsam ist. Ja, Kapaloris hätten wir ja auch noch am Start gehabt. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht mitgenommen, weil es eben schlechte Attacken hat hier derzeit. Hätte ich normale Pokémon-Version gespielt und keine, oder doch eine Randomizer gespielt, aber keine TMs gerandomized, hätte sogar vielleicht Kapaloris doch gute Attacken lernen können. Wie Eisstrahl, wie Surfer oder auch physische Attacken, wer weiß, wie es gerade ist. Mit Kapaloris, ob ich physisch oder speziell angreifen müsste. Mal schauen. Werden speziell angreifen können. Okay, dann wäre es so Surfer, Eisstrahl, irgendeine andere gute Pflanzenattacke eventuell. Ja. Und noch eine andere gute Attacke. Wer weiß. Also bei Kapaloris bin ich mir sehr unsicher. Surak wäre normalerweise auch gar nicht mal so schlecht gewesen. Hat eben schlechte Attacken. Gerade mit Icy, Patronenhieb hätte ich Neon nochmal beigebracht. Und anstatt Knirscher oder Finster Aura hätte ich mich eins entschieden und andere Attacken beigebracht. Wie Flammenwurf zum Beispiel. Ja, Maxax wäre oder ist sogar ein bisschen besser als Knackrack. Da aber Knackrack noch Typ Boden war, habe ich dann entschlossen, dass ich es eher mitnehme. Dann hätten wir noch Heatran. Heatran ist auch kein schlechtes Pokémon. Und zu guter Letzt hätten wir noch Ampharos gehabt, was wir relativ spät bekommen haben als Shiny Pokémon.
hätten wir unser Evoltech verloren, jetzt, sag ich mal, relativ am Anfang, und ich hätte gewusst, dass ich ein Ampharos bekomme, hätte ich natürlich Ampharos dann hochtrainiert. Ja, weil Ampharos ist gut. Ist verdammt gut. Aber wie gesagt, Ampharos von Level 1 bis auf Level 80 hoch zu trainieren, das ist schon heftig. Ja, kommen wir zu Box 2, da ich eventuell potenzielle Pokémon hier gesehen habe, die ich eventuell mitgenommen hätte. Zur Beise eher weniger. Kastellit, ja, hätte ich mitnehmen können. Habe ich aber zum Glück nicht gemacht. Matrifol war ja auch gar nicht mal so schlecht. Oder wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. Hätte ich anstatt Blättersturm eventuell Laubklinge erlernen können noch. Schwerttanz, bin ich mir sehr unsicher, vielleicht gegen Schutzschild noch austauschen können. Wer weiß. Snivelly Cat. Feuerzahn, Schlitze, Knirscher und Nachthieb ist gar nicht mehr so schlecht. Hätte ich eventuell Mogelhieb noch beibringen können oder Zahltag oder irgendeine andere Attacke noch zusätzlich. Und das Ding wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. Kronjuwel ist auch gar nicht mehr so schlecht. Hätte es natürlich noch eine bessere Attacke als Charm oder Solarstrahl. Phantimos. Ja. Gibt bessere Psycho-Pokémon, wie gesagt, ich hätte, hab ja noch ein Guardafoil eingefangen, also von daher ist Phantimos tatsächlich nicht die erste Wahl gewesen. Raummagil, naja, man hätte hier auch bessere Attacken beibringen können, normalerweise, wie Spukball und so, ja, schwierig zu sagen bei Traummagil. Ariados. Hätte ich mitnehmen können? Wäre wahrscheinlich auch gut gewesen. Aber... ja, schwierig. Sehr schwierig. Dungtang. Hätte ich auch mitnehmen können. Dann hätten wir noch Walreiser. Auch Wasser-Eis-Pokémon. Hätte ich es mitgenommen? Eher weniger, würde ich sagen. Auch wenn mir es relativ, ja, wie soll ich sagen, wieder beliebt haben. Naja, schwierig. Kutsasa hätte ich mitnehmen können, weil Pilzspruch und so. Dann hätten wir noch Tiponitox. Tiponitox ist, ja, rein Gift, schwierig zu sagen. Dann hätten wir noch Kappa-Ära gehabt. Capoeira hätte ich eventuell sogar mitgenommen. Fußtritt, Eisenschädel, Nahkampf und Weckruf. Gut, Weckruf ist nicht so gut. Aber Nahkampf, Eisenschädel und Fußtritt, gar nicht mehr so schlecht. Barschuft, hätte ich es mitnehmen können? Potenziell nein. Also von den Attacken her gesehen, nein. Sonst hätte ich es eventuell mitnehmen können. Onfahren. Mit Biss, Erdbeben, Feuerzahn und Eisenschädel. Gut, gegen Biss hätte man noch was tun können. Aber so sonst theoretisch ist Donphan keine schlechte Wahl gewesen. Theoretisch. Chadrago wäre auch gar nicht mal so schlecht gewesen. Box 1. Hier hätte ich gar nichts mitgenommen in mein Team. Eventuell Fleck 9. Hätte ich es noch hochtrainieren müssen, aber sonst die anderen Pokémon mitzunehmen und hochzutrainieren, nein. Schwierig. Vielleicht die Affen noch, vielleicht aber nur. Ja, Todesbox. Eine komplette Todesbox plus ein Admurai. Naja. Kursela hätte es was werden können, eventuell ja, eventuell nein, ich bin mir da relativ unsicher. Mit der Geschwindigkeit her hat
ist anfällig gegen Unlichtattacken, gegen Feuer, gegen Eisenattacken, also Stahlattacken. Ah, schwierig. Gegen Geist wäre es ja auch nochmal sehr effektiv gewesen, also gegen Corsilla. Also von daher, jein. Schneebedeck. Eine richtige Feuerschwäche hat's. Wahrscheinlich auch Eis, also Stahl. Flug, auf jeden Fall. Puh. Ja, schwierig. Ja, Übertakt, das erste Flug-Pokémon ist dann in der zweiten, nee, in der dritten Stadt, also beim dritten Orden, leider krepiert. Oder davor schon oder danach, ich bin mir sehr unsicher. Wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. Ninjatron. Auch gar nicht mal so schlecht. Relativ schnell. Scheiß Attacken, aber. Rasurf, naja, schwierig zu sagen. Hier haben wir unser zweites Flug-Pokémon dann verloren. Schmalboss auf Level, fast auf Level 40. Granbull, sein Name, schwierig. Mashumai, das war mies, dass wir dies verloren haben. Hätte sehr gut sein können. Amidiffel. War auch nicht schlecht, wo es die ganze Zeit bei uns war. Und dann ging's los. Noctuska. Da ging's dann schon los, dass wir einige Pokémon verloren haben. Sinnlos, muss ich ehrlich dazu sein. Wo ich mir gedacht habe, Alter, warum sterben mir jetzt die Pokémon weg? Sablarang, Luxra, ja? Galappa, Lampirex, Hundemon, Bisbark, ja? Sumpex danach, unser Starter-Pokémon, Damioplex, Gyarados, Rutalanta, Libeldra. Das sind die Pokémon, also fast die kompletten zwei Reihen sind ja gestorben, nur auf der Route, also zwischen Route 3 und 2, wo ich mir gedacht habe, Alter, was geht denn jetzt hier verkehrt ab? Sonst waren die richtig gut. Galoppa hatten wir auch nur kurz dabei. Sablarang haben wir ja wiederbelebt. Luxra bin ich mir sehr unsicher. Hatten wir das wiederbelebt? Wahrscheinlich ja. Hundemon auch nur kurz dabei. Schade. Sind die Buna. Ja, hatten wir. Hätten wir länger gehabt. Hansa Aeron. Gut, Flug-Pokémon ist weggestorben. Warum auch immer, durch was auch immer. Landhorn. Dieses Pokémon war so gut. Eventuell hätte ich Wasserring noch dazu lernen können, gegen Kaskade austauschen können. Naja, Nidoqueen. Auch mega gut mit Knirscher, mit Giftzahn, mit Eisenschädel, mit Erdkräften. Mega gut. Tengulus, auch sehr lange durchgehalten. Bis Level 90 fast. Apokalyp, fast bis Level 90. Ja, Baldro, 91. Und auch Atmurai. Schade. Schade. Aber man sieht schon, man kann hochleveln, wie man will. Man verliert einfach das Ganze. Wir werden noch ein Pokémon einfangen oder mal schauen, wo es war. Deswegen muss ich jetzt einmal... wie war denn das gleich nochmal? Wir müssen... Wohin muss ich denn hingehen? Ich musste wo ganz bestimmtes hin. Muss mal schauen. Schon mal hier zurückgehen auf der Internetseite. Die Region hieß
Emmet. Kann ich hier nochmal gucken? Hier kann ich auch nicht wirklich gucken. Ah, hier war das. Ein All. Ich möchte ganz gerne hier hin und dann möchte ich ganz gerne zur Route 4. Denn da gab es eben ein weiteres Pokémon. Und zwar an. Je nachdem, welchen Tag. Und zwar müssen wir auf Donnerstag wechseln. Das werde ich mal ganz schnell machen. Einmal Datum umändern. Das wäre dann hier. Wir werden, wie gesagt, noch ein Pokémon einfangen. Ich weiß, hätten wir viel, 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 viel eher machen können. Aber ich habe es damals wirklich vergessen. Ja, vergessen. Einfach so, ich bin mir sehr unsicher, warum. Wir hätten das schon viel, viel, viel eher einfangen können. Mir fiel es eben vor kurzem erst ein, wir hätten noch ein Encounter offen gehabt. Aber leider, wie schon gesagt, habe ich es komplett vergessen. Betrieft. Was auch immer. So. Einmal hier hin und dann muss man hier hin. Ja, Grifeldes. Ich glaube nicht, dass es ein Grifeldes wäre. Normalerweise kann man eben hier ein Grifeldes finden. Ein Undicht-Flug-Pokémon, was relativ bulky ist, was die Verteidigung angeht. Was kriegen wir für Grifeldes? Wir hätten Lili bekommen. Wir hätten einfach so ein Lili bekommen. Uha. Lili. Lili ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Eine Steinpflanze hat Schwächen von Kampf, Käfer, Stahl und Eis. Aber eigentlich relativ tanky. Also gut, ich müsste da mal auf die Weiterentwicklung gehen. Willi. Ja, also spezielle Verteidigung wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. Wir schauen direkt das Pokémon mal fix an noch. Unseren letzten Encounter, den wir leider nie wirklich zu Gesicht bekommen haben, weil ich, wie gesagt, es vergessen habe. Wir hätten theoretisch hier einen Willi schon längst gehabt hätten können. Direkt am Anfang mit. Und ich, wie ich eben nun mal bin, ich bin nun mal ein bisschen vergesslich. Naja, haben wir es eben jetzt nachgeholt. Also, Lili hätte ich ja eventuell mitgenommen. Wir hätten sogar Blutsverteidigung, Minus-Spätz-Verteidigung gehabt. Ist okay. Sturmzug. Ruft Wasser herbei und erhöht speziellen Angriff. Das heißt, theoretisch, glaube ich, war das so, in Doppelkämpfen, wenn einer, also hätte ich jetzt ein Feuer-Pokémon neben mir stehen und gegenüber mir hätte ich Wasser-Pokémon, ja, würde ich theoretisch alles auf mich anziehen, was Wasserattacken sind und ja, meinen speziellen Angriff würde ich erhöhen somit. Ich würde noch die Attacken durchgehen. Normalerweise kann es
ja, Energieball sehr gut erlernen. Antikraft mega gut. Gigasauger bin ich mir sehr unsicher. Obwohl, nee, ein Dream World hätte es erlernen können. Aber wir hätten Megasauger eventuell erlernen können. Ja. Gigasauger, doch, Gigasauger könnten wir beim Attackenlehrer. Gigasauger hätten wir erlernen können. Gar nicht mal so schlecht. Synthese eventuell. Obwohl, Synthese, bin ich mir sehr unsicher. Da hätte ich. Erdkräfte bin ich mir auch sehr unsicher. Also, die Attacken, die es normalerweise erlernen hätte können, würde ich da Steinhagel, weil ich einen Step drauf habe. Energieball. Obwohl, Steinhagel ist ja physisch. Nee, Quatsch. Quatsch. Also Antikraft wäre schon mal gut. Energieball ist gar nicht mal so schlecht. Gigasauger hätte ich beigebracht. Und was ich noch beigebracht hätte, wäre eventuell nicht Verwurzler, sondern dann eher, ja, schwierig zu sagen. Was hätte man denn noch beibringen können? Eventuell wirklich Synthese. Synthese, Energieball, Gigasauger plus Antikraft. Es wären 4 gute Moves. 2 Moves, wo ich mich immer heilen kann. Mit Synthese und Gigasauger. Antikraft gegen die ganzen Flug-Pokémon. Käfer-Pokémon. Feuer-Pokémon. Ja, es wäre gar nicht mal so schlecht gewesen. Gegen die ganzen Wasser-Pokémon hätte ich ja immer hier eintauschen können und hoffen, dass sie Wasserattacken einsetzen können. Oder mache. Und ich hätte hier wirklich mit Gigasauger aussaugen können oder mit Energieball weghämmern können. Also, gut, man könnte anstatt Gigasauger jetzt auch nochmal eine andere Attacke beibringen. Felsgrab, aber Felsgrab ist 50 Stärke und 80% Genauigkeit. Ist schwierig. Ja, Bodenattacken wären Erdkräfte dabei, aber Erdkräfte, schwierig. Kriege ich natürlich keinen Step drauf. Ist eine gute Cover-Move-Attacke. Zur Not. Schwierig. Gut. Da ich aber müde bin, selbst auch im Spiel, weil wir jetzt eine lange Reise hinter uns hatten, gehen wir natürlich zu unserer Mama und legen uns in unser Bett. Ja? Da, wo wir begonnen haben, werden wir auch dieses Projekt beenden. Auch wenn ich natürlich nicht alle Pokémon eingefangen habe. Naja, was soll's. Belle steht immer noch hier als Besuch. Ich würde sagen, ja. Wir sehen Belle überhaupt nicht. Oder setzen wir an unserem PC, nützt auch gar nichts. Also stehen wir wieder hier, da wo wir angefangen haben. Ja, mit der ganzen Randomizer Nuzlocke. Ich hoffe, dass dieses Projekt euch gefallen hat. Wie schon gesagt, es kommen keine weiteren Pokémon Folgen mehr raus von Pokémon Schwarz 2 Randomizer. Das war, wie gesagt, die letzte Folge von Pokémon Schwarz 2 Randomizer Nuzlocke. Ja. Das nächste Projekt muss leider erstmal abwarten, ehe ich das aufnehmen kann. Ich muss erstmal das andere Projekt beenden und dann, ja, hoffen, dass mein neuer PC ankommt, da alles drauf mache, was ich brauche, die ganzen Steam-Spiele zu installieren wieder oder herunterzuladen, plus noch Steam zu installieren, dort mich wieder anmelden, bei Firefox mich noch anmelden und. Ich muss mich überall dann anmelden wieder. Ich hoffe, dass es klappt. Toi, toi, toi.
dass ich dann demnächst wieder hier auf diesem Kanal weiterhin Pokémon-Projekte raushauen kann. Aber ich glaube schon, dass ich das hinbekomme. Und mich dann an den anderen PC dann richtig anmelden kann. Ja. Toi, toi, toi. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Projekt, beziehungsweise in den anderen Projekt, was gerade noch derzeit läuft, wo wir auch fast fertig sind. Von daher, ciao, ciao, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.